Ich hatte ja schon in meiner Monatsvorschau gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wie man diesen Titel hier wirklich aussprechen soll. So, ist es Shim, ist es Skim, ist es Shimmim, irgendwas, ich habe keine Ahnung. Dann dachte ich, okay, schaust du mal nach, es muss ja irgendwas von diesen Aussprachen sein. Oh, hier ist ein Video, ein Entwicklervideo, wo der Director darüber spricht. Der muss ja wissen, wie das ausgesprochen wird, dann kann ich mir das endlich anhören. Und scheinbar ist es Srim? Srim? Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Keine Ahnung, also werde ich jetzt versuchen, das Spiel hier in diesem Video so zu nennen. Jedenfalls, Srim ist ein Plattformer, ein teilweise Puzzle-Plattformer, bei dem es darum geht, dass man diese Srim-Kreatur spielt, die sich scheinbar an eine bestimmte Person gebunden hat. Das ist so wie so der persönliche Schatten, das eigene Mojo, Glücksbringer, irgendwie sowas. Ich glaube, das kann man sich selber innerhalb der Handlung, die präsentiert wird, ausdenken, genau wofür das stehen soll. Und diese Kreatur kann nur im Schatten existieren. Also man kann in diesem Spiel nur von Schatten zu Schatten zu Schatten springen. Es gibt auch immer so einen kleinen Safety-Hop, den man noch machen kann, dass wenn man irgendwo neben einem Schatten landet, dann kann man nochmal so einen kleinen Minisprung machen. Das dient dazu, dass man nicht so 100% präzise sein muss, weil wenn man außerhalb eines Schattenlandes und nicht wieder rechtzeitig in einen zurückkommt, dann wird man zum letzten Checkpoint zurückgezogen. Also dementsprechend ist es schon ganz angenehm, dass man nicht die genaue Präzision in einem ersten Durchgang haben muss und auch gewisse Sprünge dadurch überhaupt erst möglich sind. Also ich habe auch gesehen, es gibt in dem Spiel ein paar Collectibles und manche davon scheinen auch nur möglich zu sein, wenn man diesen zweiten Hop tatsächlich ausnutzt. Es gibt aber, wenn man das Ganze durchgespielt hat, dann schaltet man noch ein paar extra Modi frei und einer davon ist auch das Ausschalten dieses zweiten Sprunges. Dann musst du das gesamte Spiel noch einmal nur mit diesem einen singulären Sprung durchspielen. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man einen Hardcore-Modus aktiviert und da darfst du nur 20 Mal zu einem Checkpoint zurückgesetzt werden. Ansonsten war es das. Dann musst du wieder komplett von vorne anfangen. Ist jetzt bei so einem Spiel nicht etwas, was mich persönlich interessiert, aber ich wollte es mal erwähnen, für die Hardcore-Crowd ist das auf jeden Fall da. Und eine Sache, die ich am Anfang wirklich nicht gedacht hätte, weil ich hatte mir Srim nur in so Nintendo Directs oder anderen Präsentationen angesehen, wo es zwischendurch erwähnt wurde und genau wie man das jetzt auch gerade im Hintergrund auf den Bildern sehen kann, es ist ein sehr stark visuell einprägsames Spiel. Also man erkennt es sofort, es benutzt pro Level nur 4 verschiedene Farben und davon eine primär. Also dass man, du hast so eine Primärfarbe und fast der gesamte Hintergrund ist in dieser Farbe. Dann hast du natürlich noch den Schatten, der eine eigene Farbe hat und dann gewisse Outlines, die um die Figuren herum sind, damit man auch Dinge besser erkennen kann. Und das ist natürlich etwas, du siehst das und weißt sofort, ah, das ist dieses Spiel und du springst von Schatten zu Schatten und die Kreatur, die man spielt, die sieht ganz süß aus und die ganzen Animationen sind auch wirklich sehr gut umgesetzt. Aber mehr darüber wusste ich auch nicht. Ich dachte, okay, das ist ein reines Spiel, wo du diese Tätigkeit ausführst. Und war dann tatsächlich überrascht, dass der Titel einen gewissen narrativen Fokus hat, dass es eben auch damit beginnt. Du bist jetzt keine Kreatur, die frei überall hinspringen kann, sondern du bist an einen kleinen Jungen gebunden. Und man sieht dann eben auch, dass andere Kinder ebenfalls teilweise diese Schattenkreaturen, diese Srims eben haben. Und begleitest diesen kleinen Jungen über halt die ersten Level, wo einem auch diese Sprungmechaniken beigebracht werden und die Tatsache, dass du die Level immer in so, ne, die werden aus einer isometrischen Perspektive präsentiert und kannst die dann mit den Bumpern in so 90 Grad Einheiten drehen, damit du besser sehen kannst. Das wird dir darüber beigebracht und du verfolgst dann diesen Jungen in ganz kurzen, schnellen Abschnitten von so der Kindheit bis so, oh, hier Schule und jetzt Schule geschafft und ich befinde mich jetzt im ersten Job und das, was dann passiert, aus irgendeinem Grund, man weiß halt nicht genau, was das ist, aber die Person wird dann gefeuert, hat einen ganz schlechten Tag, Fahrrad wird gestohlen und stolpert und dann wird diese Verbindung von der Person und dem Srim eben getrennt. Und das, deswegen meinte ich so, das kann auch so ein bisschen als das eigene Mojo oder sowas gemeint sein. Und das restliche Spiel ist man dann damit beschäftigt, dieser Person wieder hinterher zu laufen, hinterher zu hechten und von Szene zu Szene überzugehen, um dann irgendwann sich wieder mit dieser Person zu verbinden. Und währenddessen sieht man dann auch, dass dieser Charakter versucht, einen neuen, ja, so einen neuen Purpose eben zu finden. Dass er dann irgendwann zum Arbeitsamt geht und dann, okay, ich versuche jetzt mal
mal, ich habe vorher einen Bürojob gemacht, das hat nicht funktioniert. Dann versuche ich jetzt mal Wachmann zu sein oder irgendwo im Kaufhaus zu arbeiten oder im Museum, alles Mögliche. Und das sind dann eben auch die, ne, das Spiel nutzt das, um einem interessante, unterschiedliche Szenarien für die Level zu geben. Weil ansonsten, das ganze Spiel ist aus ist von einem holländischen Team und ich glaube, so wie auch die Umgebungen und die Gebäude aussehen, soll das, ne, ist das eben auch inspiriert von der eigenen Heimat. Das heißt, die meiste Zeit, wenn man in der Stadt unterwegs ist, ist es so, als ob du jetzt irgendwo in Amsterdam in den Straßen wärst. Und dann ist es auch ganz angenehm, zwischendurch mal ein Level zu haben, wo du in einem Zoo bist, wo du ja in einem Museum bist, in einem Supermarkt bist oder auch auf dem Parkplatz draußen auf dem Supermarkt. Und es geht dann immer darum, diese von Schatten zu springen. Und wo dann die leichten Puzzle-Elemente hinzukommen, ist es so ein bisschen wie in einem Ghost-Trick, wo man ja auch dort als, du gehst ja nicht in die Schatten rein, sondern du gehst als Geist in die Gegenstände rein und hast dann einen Trick-Button. Und das macht bei jedem Gegenstand irgendetwas anderes. Teilweise nutzlose Sachen, die dir gar nichts bringen, oder du öffnest die Kühlschranktür und dadurch kannst du dann weiter zum nächsten Gegenstand gehen. Weil genauso wie hier in SRIM hast du nur eine bestimmte Sprungweite, eine bestimmte Distanz, die du maximal überbrücken kannst. Und genauso konntest du das ja auch in Ghost Trick machen. Und auch hier in SRIM gibt es dann Gegenstände, mit denen, also du kannst mit jedem Gegenstand interagieren. Die meisten davon, die wackeln eben auch nur so ein bisschen. Aber teilweise werden dadurch relevante Aktionen ausgeführt, dass du so eine Schranke runterfahren lässt und dann kannst du an dem Schatten unten entlang gehen. Oder du manipulierst einen Ticketautomaten, sodass dann Autos nicht mehr in ein Parkhaus reinfahren können. Die stauen sich vorne und dann kannst du eben über die ganzen Schatten der Autos drüber gehen. Und das ist von Level zu Level sehr variierend. Und ich würde auch so sagen, mit die größte Schwäche von dem Spiel. Weil, obwohl es ein Titel ist, den ich jetzt generell empfehlen würde, ist es aber auch ein Spiel, was sein Potenzial nicht wirklich ausnutzt. Das ist in gewissermaßen so, ich habe das öfter schon mal diesen Begriff benutzt, als so ein Twitter-Spiel oder ein GIF-Spiel. Also wo ein Titel sehr schnell sofort einprägsam ist mit seiner grundlegenden Mechanik, aber daraus es nicht schafft, irgendetwas tatsächlich Großartiges zu machen. Also dass der Titel selber nicht weiß, oh, ich habe jetzt hier diese coole Mechanik, ich habe hier diesen coolen Kniff, aber ich weiß nicht, wie ich das Ganze wirklich ausbauen soll. Und das ist hier eben auch der Fall, weil eine Sache zum Beispiel bei Ghost Trick ist es ja auch, dass es mechanisch ein sehr, ja, ein nicht gerade ausgefeiltes Spiel ist, mit dem du jetzt, oh, das sind jetzt die krassesten Puzzle, die ich miteinander lösen muss, sondern auch da kommt natürlich dann der ganze Story-Aspekt noch hinzu. Und eben auch die Tatsache, dass du dann gewisse Dinge innerhalb der Szenerie dann auflösen musst, dass du halt wirklich so, hier sind die Charaktere und die machen irgendwas, du kannst dir die Szene ansehen und dann musst du die Szene beeinflussen, sodass du ihre Zukunft, ihr Verhalten eben verändern kannst. Und hier bei SRIM ist es eben mehr, oh, da sind irgendwelche Charaktere, da sind irgendwelche Menschen, die auch natürlich total gesichtslos aussehen. Die einzige Figur, die so ein bisschen Charakterisierung bekommt, ist der Protagonist oder beziehungsweise dein Mensch, den man eben versucht dann wieder zu erreichen. Aber auch das ist sehr, auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Also wirklich so ganz plakativ, oh hey, ganz am Anfang gehen wir an einer Feuerwehr vorbei und unser Kumpel möchte dann Feuerwehrmann werden, aber unser Charakter hat keine Lust darauf. Ich frage mich, was für einen Purpose er am Ende finden wird. Für welchen Beruf wird er sich am Ende entscheiden? Also da sind sehr einfache Mechanismen und genauso ist das auch in den Mechaniken. Das ist nicht wirklich, weil du nur diesen einen Sprung hast, kannst du ja mechanisch dann nicht mehr damit machen, als von Schatten zu Schatten zu Schatten zu Schatten zu Schatten, wodurch dadurch, dass du ja auch diese sehr begrenzte Sprungeinheit hast, nicht mehr machen kannst, außer, oh, ich springe jetzt von einem Schatten zum nächsten und zum nächsten zum nächsten zum nächsten. Und die Herausforderung besteht dann eher daraus, diese kleinen Mini-Rätsel zu lösen, die aber auch immer eher so ein Trial and Error sind oder sich dann auch tatsächlich wiederholen. Also du machst sehr oft, benutzt du die Schranke, sehr oft benutzt du eine Ampelschaltung, dass dann auf einmal Autos irgendwo langfahren können. Und eine Sache, die ich dann sogar tatsächlich ziemlich nervig fand, ist, dass du oftmals warten musst auf irgendwelche Personen, dass du nicht wie in so einem Katamari, wo auf dem ganzen Gebiet, den ganzen Level, Leute in einem vordefinierten
Kreis gehen oder beziehungsweise eine vordefinierte Route ablaufen, dass sie permanent irgendwie die Straße lang gehen, dass sie permanent in einem Laden lang gehen oder den Weg rauf und runter, irgendwie sowas. Und hier ist es so, dass du das ja brauchst, um über die Straße zu kommen, muss ich in die Schatten der Fahrradfahrer springen. Das heißt, du hast dann auf der einen Straßenseite die entlangfahren und dann auf der anderen Straßenseite und du musst so Frogger-Style das Ganze abpassen, um rüberzukommen. Und anstatt eine zumindest gewisse vordefinierte Intervalle zu haben, also entweder so randomized, dass du trotzdem genügend Momente hast, wo du draufgehen kannst, oder dass es feste Intervalle sind, sodass ich dann abpassen kann, ich muss versuchen, jetzt, wenn der dritte Fahrradfahrer in dieser Reihe vorbeikommt, dann muss ich reinspringen, bis zu diesem Punkt fahren, dann kann ich weitergehen. Eines von beiden ist vollkommen okay, das zu machen. Aber wenn du es randomized machst, das Spiel macht das dann teilweise, dass zufallsbedingt die ganzen Charaktere vorbeikommen und manchmal aber auch in festen Zügen, aber dann hast du dazwischendurch Leerlauf. Das heißt, du versuchst über die Straße zu kommen und dann bist du, okay, ich gucke mir das jetzt gerade mal an. Das heißt, hier kommt jetzt der erste Fahrradfahrer und dann kommt, von oben kommt jetzt gleich auch einer, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann warte ich da drauf, bis sie das nächste Mal kommen. Und dann stehst du da eine Minute und es passiert nichts. Und du überlegst dir, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Muss ich irgendwie nochmal, war das überhaupt nicht der Plan? Musste ich da überhaupt nicht lang? Und dann hältst du den rechten Trigger gedrückt, wodurch dir gezeigt wird, in welche Richtung du momentan gehen musst, dass die Kamera da so hinschwenkt. Nee, ich muss doch über die Straßenseite, alles klar. Und auf einmal kommen dann wieder die Fahrradfahrer, aber teilweise kommt dann auch nur der auf der einen Straßenseite und nicht auf der anderen, sodass du dann festhängst. Und das sind so Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, da hätte vielleicht ein bisschen mehr Playtesting geholfen. Ich weiß nicht, ist das dann in dem Moment ein Bug oder ist das die Art und Weise, wie diese Routen programmiert sind? Weil ich denke, für mich, dass es dann teilweise besser funktioniert, wenn du wirklich, okay, alle haben ihre festen Routen, die sie abfahren oder zumindest ein gewisses Intervall, in dem das passiert. Aber hier habe ich teilweise das Gefühl, ist es jetzt kaputt oder ist es nicht? Einmal war das Spiel sogar kaputt. Also da war ich dann in dem Zoo-Level und ich kam nicht weiter. Und ich war so, ich komme nirgendwo hin. Ich kann mit allem interagieren. Ich komme auch nicht wieder weiter zurück. Keine Ahnung, was ich machen soll. Dann habe ich den Level neu gestartet, weil es gibt ja keine Möglichkeit, nochmal rein und raus zu gehen, ohne den Level neu zu starten. Und es war auch leider der längste Level im Spiel bis zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich wieder an den Punkt gekommen, wo ich vorhin war und festhing. Und auf einmal, diese 5 Personen, die komplett leblos nebeneinander standen, die waren gerade waren so zufallsbasiert hin und her laufen. Und dann konnte ich deren Schatten nutzen, um zur anderen Seite zu kommen. Und das ist ja auch eine Sache, die willst du nicht in deinem Spiel haben. Du willst ja nicht, dass sich Leute gerade bei so einem Puzzle-Plattformer fragen müssen, bin ich gerade das Problem oder ist das Spiel gerade das Problem? Mache ich irgendetwas falsch? Auch wenn du mehrfach dann den Verkehr beeinflussen musst, dass du eine Ampelschaltung wechselst und dann, hier sind die ganzen Fahrzeuge, die jetzt gewartet haben an der Kreuzung, dann muss ich mit einem von denen fahren. Aber teilweise willst du ja auch erstmal sehen, okay, ist das jetzt einer, der geradeaus fährt oder ist das einer, der links abbiegt, wenn ich eben links abbiegen oder eben geradeaus fahren muss? Und dann sind das nur 2 Wagen. Du hast dann geguckt, hier auf der Linie, das sind alle, die geradeaus fahren. Oh, dann warte ich einfach auf das nächste Auto. Ja, und dann kommt keins mehr. Und dann stehst du da und wartest eine Minute und es kommt kein Auto. Und teilweise musste ich dann nochmal zurück an den Anfang gehen, diese erste Ampelschaltung wieder anmachen und an sich den ganzen Level nochmal von vorne wiederholen. Also das sind dann so kleine mechanischen oder zumindest so, was die Levelstruktur bedingt, Dinge, die hoffentlich ausgebessert werden. Also ich hoffe, das sind Sachen, die nachgepatcht werden können, um das Ganze dann runder wirken zu lassen. Aber selbst dann würde ich sagen, dass es nicht mehr als ganz nett ist. Also dass dieser Titel so, ja, es hat einen sehr schönen Vibe, es hat sehr schöne Musik, ich mag es auch, die Level zu erkunden, um die Collectibles zu finden. Ich finde das auch ganz gut, die Idee, dass du dann einen härteren Schwierigkeitsgrad hast, wo du nur einen Sprung einsetzen darfst und nicht diese kleinen Shorthops noch machen darfst. Das finde ich hervorragend, das finde ich super, aber dafür, dass es eben auch eine relativ kurze Erfahrung ist, also ich habe jetzt, glaube ich, so irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden für diese knapp 60 Level des Spiels gebraucht und innerhalb dieser Zeit hatte ich schon nach der Hälfte das Gefühl, ich habe jetzt alle Ideen gesehen. Hier gibt es nichts mehr wirklich Interessantes und dann gibt es noch so eine Sache am Ende, die mal dazwischen kommt, die versucht wird. Und auch da hat dann irgendwas Pathfinding von einer der Figuren nicht richtig funktioniert. Der ist überall die ganze Zeit hängen geblieben und es war dann in einem Moment, der auf die Story fokussiert sein soll oder zumindest so emotional auf das, was versucht wird zu übertragen. Und ich war mehr damit beschäftigt, frustriert zu sein, weil die eine Figur irgendwo festhing und dann musste ich weitergehen und irgendwann wurde sie vom Spiel automatisch teleportiert und dann konnte ich es irgendwie weitermachen. Na, also da kann ich natürlich
nicht sagen, inwiefern ich da Pech hatte, inwiefern das jetzt auf alle Leute, wenn ihr das Spiel dann zutrifft, und inwiefern das noch irgendwie nachgebessert werden kann. Ich kann halt nur darüber berichten, inwiefern es meine Erfahrung mit einem Titel, den ich jetzt eh schon nur ganz nett finde, noch so ein bisschen negativ beeinflusst hat. Also es ist ein Spiel, wo ich sage, das wäre so ein optimaler Game Pass-Kandidat, wo ich dann sage, hey, wenn das im Game Pass wäre, dann absolut kein Problem. Lad es euch runter am Abend, spielt das mal die 2-3 Stunden durch, super nett. Wenn man es dann kaufen soll, dann denke ich mir, das ist eher so ein Ding, das man sich im Sale holen sollte. Also wo ich jetzt nicht sage, ja, rennt raus, kauft es euch sofort, das ist ein Must-Have-Titel. Ist das wirklich mehr so ein Nice-to-Have-Ding? Also wo ich auf jeden Fall auch sage, ich habe meine Zeit damit nicht bereut. Ich würde auf jeden Fall, oh, Björn, möchtest du nochmal in der Zeit zurückdrehen und das Ding gar nicht gespielt haben? Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde das cool. Ich finde ja auch die grundlegende Mechanik interessant. Es ist nur nicht dahingegen ausgearbeitet, dass ich wirklich sage, oh, dieses Konzept hat sich gelohnt, in ein komplettes Spiel umzuwandeln. Oder man hätte sich andere Dinge noch überlegen müssen, andere Modifikatoren. Wenn du eben nur diesen einen singulären Sprung hast, dann musst du dir andere Sachen überlegen, die das herundlegende Spiel interessant machen. Also ich hatte ja vorher diesen Frogger-Vergleich gemacht und da gibt es ja mehrere Frogger-Spiele, die dann so tile-based sind, dass du eben immer nur nach links, rechts, oben und unten in eine Richtung springen kannst und eben immer nur von einem Kästchen zum nächsten, also so ein Frogger Beyond oder eben auch andere inspirierte Sachen davon wie Zappa. Und da ist die komplette Umgebung oder die Tatsache, dass du dann noch vielleicht einen Supersprung hast, mit dem du zwei Ebenen nach vorne springen kannst, das wird dann genutzt, um interessantes Level-Design zu machen. Da hast du an sich auch nur diesen einen Sprung, den du die ganze Zeit tätigen kannst, also muss alles drumherum interessanter gemacht werden. Und das ist hier bei SRIM leider nicht der Fall. Das ist so, ja, manchmal, ah, okay, hier ist ein ganz cooler Moment, wo ich mal irgendwas miteinander bedienen kann. Ich weiß es nicht, ob es sich dann eher auf die Puzzle mehr hätte fokussieren sollen oder ob man vielleicht andere Gameplay-Plattforming-Mechaniken hätte einbauen sollen. Aber es ist auf allen Ebenen, bis auf die audiovisuelle, also die ist halt wirklich fucking 10 von 10. Das ist hervorragend, wie das Ding aussieht und wie es sich anhört. Aber sowohl das Plattforming als auch die Rätsel als auch die Handlungspräsentation sind eben alle auf so einem ganz nett. So, Präsentation ganz weit oben und die spielerischen Aspekte, die sind nicht ganz weit unten, aber die sind so auf einem okayen Mittelmaß. So, ne, genügend, ja, hast noch bestanden, kannst noch irgendwie durchrutschen. Und das finde ich einfach schade, gerade bei einem Spiel, was sich so hervorragend präsentiert. Aber ich hoffe, ich habe damit jetzt Leuten auch genügend geboten, damit ihr euch darüber entscheiden könnt, hey, ja, ne, das ist dann, ich mag das, für mich muss das gar nicht so sein. Mir reicht das, wenn das so eine kleine Mini-Erfahrung ist, die ich zwischendurch mal an einem Nachmittagabend wegsnacken kann. Da zahle ich dann auch gerne den Vollpreis für, das ist vollkommen okay. Oder die Leute dann sagen, ah, ja, klingt ganz nett, aber eben etwas, was ich mir auf die Wunschliste packe und dann bei einem Sale mitnehme. Oder, nee, ich brauche schon zumindest in einem von diesen Faktoren außerhalb der audiovisuellen Gestaltung etwas, das mich, wo ich mich ein bisschen reinbeißen kann. Ja, ist leider nichts für mich geworden, schade, trotzdem ein cooles Ding, toll, dass es existiert. Ne? Das muss dann jeder von euch, müsst ihr für euch selbst dann bestimmen. Und das sollte es da gewesen sein mit der Review zu SRIM, hoffentlich. Keine Ahnung. Tschüss.